Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Genossen, sehr geehrte Pansexuelle, sehr geehrte Transgender und alle Diversen. Ich heiße Sie willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der aktuellen Kamera. Heute haben wir für Sie folgende Themen vorbereitet. Sachsen-Anhalt führt eine Parlamentsreform durch. Folgt nun das Ermächtigungsgesetz? Lifestyle, unsere neue Rubrik Lifestyle. Wir haben uns mit einem neuen Pflanzenschutzverein auseinandergesetzt. AKK-Rücktritt. Was folgt nach Februar? Und zum Abschluss die aktuelle Klimawandelprognose für die nächsten Tage. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Sachsen-Anhalt hat sich eine Parlamentsreform gegeben. Guten Tag, Herr Häschen. Sie sorgen jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt für eine relativ stabile Stagnation. Sie wollen diesen Kurs ja auch fortsetzen. Braucht es denn dafür überhaupt eine so umfangreiche Parlamentsreform? Da sehen Sie, ist es gar nicht so einfach, in einem Land so einen Kurs der stabilen Stagnation durchzuhalten und weder für eine spürbare Verbesserung noch für eine spürbare Verschlechterung zu sorgen. Leider gutiert das der Wähler nicht, ist da relativ undankbar und hat bei der letzten Landtagswahl mit 24, irgendwas Prozent auch diese furchtbare AfD gewählt. Sehr bedauerlich. Damit antworten Sie ja nicht direkt auf meine konkrete Frage. Wozu brauchen wir eine Parlamentsreform, die von einigen kritischen Stimmen als eine Art abgeschwächtes Ermächtigungsgesetz bezeichnet wird? Damit verlassen Sie ja auch den Kurs der stabilen Stagnation. Das ist ganz einfach. Wir brauchen diese Parlamentsreform, weil die AfD nach neuesten Umfragen schon über 25% ist, während meine CDU langsam unter die 25% gesunken ist. Das geht natürlich so gar nicht und darum müssen wir uns um die Minderheitenrechte der Opposition hier kümmern. Die AfD darf nicht mehr als Aufklärerpartei wahrgenommen werden. Wir haben wegen diesen Leuten schon 5 Untersuchungsausschüsse an der Backe und darum werden wir mit einem kleinen Trick die Minderheitenrechte einschränken. Und was verstehen Sie unter diesem kleinen Trick? Naja, der besteht darin, dass wir zwar formell noch die Möglichkeit offen lassen, einen Untersuchungsausschuss durch die Opposition einzusetzen. Da brauchen sie ja 25% der Stimmen für. Aber das Ganze geht dann nochmal durch einen normalen Ausschuss. Und diese normalen Ausschüsse, die müssen die Sinnhaftigkeit prüfen, dieses Untersuchungsausschusses. Und die sind natürlich besetzt nach dem normalen Fraktionsstärken. Das heißt, dass keine Untersuchungsausschüsse mehr eingesetzt werden können in der Praxis, wenn nicht Mitglieder der Regierungskoalition auch zustimmen. Und das ist natürlich genial, weil es natürlich in der Praxis dazu führt, dass eigentlich keine Untersuchungsausschüsse mehr eingesetzt werden können. Aber dafür bräuchte es ja rein in der Theorie die Stimmen der zweitstärksten Oppositionspartei, nämlich die Linke. Und wenn sie dieser Reform zustimmen, dann würden sie ja ihre eigenen Rechte beschneiden. Sind diese Leute denn so gewissenslos? Das ist ja das Geniale, weil Sie müssen sich vorstellen, so ein Untersuchungsausschuss macht ja sehr viel mehr Arbeit. Und die Linken sitzen genau wie wir eigentlich hier nur drin, um die Kohle abzugreifen und möglichst wenig zu machen. Und darum beschränken die auch ihre eigenen Rechte, weil sie ja sowieso nicht wahrnehmen wollen, denn es würde ja mehr Arbeit bedeuten. Genial, dass auch die bei uns mitmachen. Nun kommen wir zu unserer neuen Rubrik Lifestyle. Dazu haben wir uns mit einem neu gegründeten Pflanzenschutzverein unterhalten. Wir schalten live raus ins Graue. Ich bin heute hier beim Pflanzenschutzverein der besonderen Art. Können Sie unseren Zuschauern erklären, wofür Sie sich einsetzen? Ja, Sigi. Wir vom Pflanzenschutzverein setzen uns für den Schutz und Erhalt von Pflanzen ein, denn jede Pflanze hat auch Gefühle und ist ein Lebewesen. Außerdem können wir nur so das Klima tatsächlich schützen, da Pflanzen dieses CO2-Dingens hier abbauen, du weißt schon, was bei Tieren und Autos hinten aus dem Arsch kommt. Okay, und wie sieht dieser Pflanzenschutz konkret aus? Easy, wir lassen die Pflanzen am Leben und rupfen kein einziges Blatt. Wir leben komplett pflanzenneutral. Okay, und was essen Sie dann? Na, Tiere! Jedes Stück Fleisch ist ein CO2-Dinges. Methan ausscheißen ist etwas, du weißt schon, was ich meine. Okay, aber erlauben Sie mir die Frage, finden Sie das nicht etwas übertrieben? Übertrieben? Ach, nee, Digga. Ich sag mal so. Wenn die Politiker, Kasper, ihr CO2-neutrales Division, was ich meine, umsetzen wollen, dann muss man da auch konsequent sein. Wir in Köthen sagen dazu immer, weg mit den Viecher. Ja, dann raus mit den Viecher. Musik.
Wir haben heute die einmalige Chance, mit dem türkischen Präsidenten Erdogan zu sprechen. Im Anbetracht der Krise würde es unsere Zuschauer sehr interessieren, wieso sie den Flüchtlingsdeal mit der EU aufgekündigt haben. Ach, Deal, Deal. Wir hatten Deal. Angie und ich hatten Deal. Deal war klar, 25 Millionen und Mercedes. Krieg ich Mercedes? Kein Mercedes, E-Schrott, E-Auto habe ich bekommen. Ich brauche kein E-Auto. Und Geld, habe auch kein Geld bekommen. Die ist futsch. Okay, hat Ihnen die Bundeskanzlerin denn gar kein Geld gegeben? Nein, ich habe nichts bekommen. Verfluchte Güllehülle. Verstehst du? Kein Geld. Ich habe kein Geld bekommen. Frechheit. Geht nicht. Wie soll es mit den Flüchtlingen denn weitergehen? Die Situation eskaliert ja in Griechenland. Ja, heute 10.000, morgen 100, übermorgen 1 Million. Das geht immer so weiter. Ich kann hier noch Leute durchschleusen, kein Problem für mich. Ich will Kohle. Und jetzt 25 Milliarden im Jahr. Das ist fair, das ist Deal, das ist mein neues Angebot an Angie, gib weiter. Unglaubwürdigen Gerüchten zufolge sollen sich Terroristen diesem Flüchtlingsstrom anschließen. Was sagen Sie dazu, Herr Erdogan? Das ist gut und mir egal, wir brauchen keine PKK, wir brauchen kein IS. Die schicken wir weiter nach Europa und Deutschland. Bundeswehr braucht Fachkräfte für sowas. Verstehst du? Alles klar. Dankeschön für das Interview. Angie, verstehst du? Herr Erdogan, aber wie sollen die Flüchtlinge jetzt nach Europa kommen? Junge, guckst du, siehst du Wasser. So 25 Meter schwimmst du raus, kommt die Carola-Rakete, Seafood, Sea-Watch, die kommen alle an und bringen dich nach Germany, Germany. Und warum bleiben die hilfsbedürftigen Menschen nicht einfach bei ihnen? Na, guckst du, in Deutschland kriegst du pro Kind Geld. Wir haben viele Kinder, kriegst du viel Geld, kriegst du Wohnung, kriegst du so noch Kohle. Hartz IV, super Leben, schön einfach, ohne Arbeit. Hier in Türkei musst du arbeiten, da musst du hart arbeiten für dein Geld. In Deutschland nicht, Deutschland Hängematte. Was soll die Frage eigentlich? Von welchem Sender kommt ihr? Na, von der Öffentlich-Rechtlichen natürlich. Ah, Güllehülle, komm ab! Komm, Junge, geh! Zum Abschluss unserer Sendung kommen wir zur Klimawandel-Prognose für die nächsten Produktionstage. Die Klimaschutzmaßnahmen, die über den Winter hindurch durchgeführt worden sind, zeigen erste Wirkung. Während des voranschreitenden Frühlings bekommen die Bäume wieder Blätter. Dies ist aufgrund der Schutzmaßnahmen nachvollziehbar. Wir freuen uns auf viel Grün in den nächsten Tagen und rechnen mit einem Temperaturanstieg. Vielen Dank fürs Zusehen. Bitte abonnieren Sie uns bei YouTube und Telegram und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.